So, jetzt sind wir gleich in Orzowa, am Eisernen Tor, Pozile de Fier. Nee, ich wusste nicht, dass du dumm bist. Norok. Es blendet hier, die Sonne steht im Moment ein bisschen doof. Eigentlich hätten die mal die Fenster waschen können. Ja. Wie hätte Elisabeth Wiedemann alias Else Tetzlaff gesagt, das ist doch Schweinkram. Ähnlich sind wir ja auch da. Ja, natürlich, da drüben liegt Orzowa. Ja, rechts, das ist jetzt die Mündung von der Czerna in die Donau. Ja, hier sind wir auch schon lang getabert. Das war ja unterwegs. Dann da hinten. Hier, Bukurecht, Drobeta Tunnel Severin, Gare Orzowa. Bahnhof Orzowa. Also mit diesen ganzen Smartphones, also es ist ja, weißt du, sollen sie wenigstens die Töne abstellen, diese geistigen Flachzangen. Warmer Orzowa. Ach, die haben eine Fähre nach Serbien rüber jetzt, oder was? Weiß ich nicht, vermute ich mal. Oh, da liegt ein Schubverband. Zieh mal die Flossen weg hier, damit ich was sehe. Ich weiß nicht, ob das hier mal ein Wasserturm war. Na, mal ein Päuschen.